Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist jetzt Viertel vor acht am Dienstag, der 31. Oktober. Raphael hat heute seinen fünften Geburtstag. Und wir waren jetzt die letzten ein, zwei Tage, überwiegend gestern, schon fleißig am Vorbereiten. Wir waren ja schon ewig lang einkaufen, bis wir alles zusammen hatten. Und haben gebacken. Und zwar haben wir hier Muffins gebacken, so Chocolate Chip Muffins. Und da zeige ich euch mal ganz kurz. Das sind die Muffins, wie gesagt, so mit so Chocolate Chips. Und da habe ich diese Dino-Stecker drauf gemacht, die ich bei Temu bestellt habe. Ich finde, das sieht richtig gut aus. Das gefällt mir total gut. Und es waren auch genau 24 Stück. Wir haben 24 Muffins gemacht. Also hat alles ganz toll gepasst und die gehen jetzt erstmal mit in den Kindergarten. Das dauert, mein Gott. Ja. So, und hier sind jetzt auch noch die Geschenke, die Raphael zum Geburtstag bekommen hat. Wir fangen einfach mal hier links an. Die Karte ist vom Kindergarten. Da dazu gab es dann auch noch hier so ein Zahndöschen, eine richtig coole Idee. Wir hatten nämlich noch keins. Die zwei Zähne, die er bis jetzt verloren hat, die haben wir einfach in ein kleines Gläschen rein. Aber das ist wirklich eine richtig coole Idee, das zu schenken. Dann gab es von meinen Eltern hier dieses Buch, Little People, Big Dreams mit Albert Einstein. Da gibt es auch noch, die Bücher gibt es auch noch mit anderen, ich sag mal, Berühmtheiten. Und nein, das ist hier noch drin. Genau, das sind hier noch ganz viele andere mit dabei. Richtig tolle, tolle Sache. Das ist ein echt schönes Buch. Und zwar habe ich das auf der Buchmesse gesehen und fand es so toll. Ich wollte aber dann nicht noch mehr mitschleppen, weil ich ja wusste, dass ich das eine Buch haben will und ich wollte dann nicht noch mehr andere Bücher mitschleppen, weil wir ja mit dem Zug gefahren sind. Genau, und da habe ich das meinen Eltern geschickt und habe gesagt, hey, das wäre doch eine tolle Idee. Und genau, das hat Raffi jetzt von denen zum Geburtstag bekommen. Echt schön. Dann hat er noch bekommen von meiner Oma, also seiner Uroma, hier für den Tiptoy dieses Lernspiel mit den Buchstaben. Das wollte ich nämlich, also das hier ist jetzt die neue Edition oder die neue Ausgabe. Es gibt es nämlich auch noch so wie hier in der alten Ausgabe, aber nicht mehr bei Amazon oder sonst irgendwo. Und ich wollte das schon vor Monaten eigentlich mal kaufen bei Kleinanzeigen, habe es aber nicht bekommen. Und jetzt haben wir gesagt, komm, dann soll er sich das einfach schenken lassen. Und genau, da geht es hier um die Buchstaben. Ja, aber mit Zahlen kann er ja eigentlich echt gut, aber so mit den Buchstaben, da hapert es noch ein bisschen. Und ich denke, dass hier das Tiptoy-Buch eine ganz tolle Möglichkeit ist für ihn, das da zu üben. Genau, ach, da hat er das, was da immer drin ist, schon rausgerissen. Dann gab es von meinen Schwestern hier auch ein Tiptoy-Buch mit dem Thema Straßenverkehr. Das war auch noch so ein Thema, wo ich dachte, das wäre ganz interessant oder ganz gut für ihn, weil er macht wirklich viel mit dem Tiptoy. Und ich habe auch wirklich das Gefühl, dass er dabei Sachen auch tatsächlich lernt und auch behält. Und es macht ihm auch Spaß. Und so das Thema Straßenverkehr ist halt noch was, wo er noch so ein bisschen reinkommen muss. Also jetzt weniger Thema Fahrradfahren, sondern mehr einfach auch als Fußgänger. Wo, also bei uns im Dorf gibt es eine einzige Ampel, die über die Hauptstraße führt. Ansonsten muss man halt wirklich die anderen Straßen gucken und es ist teilweise auch echt uneinsichtig. Also das ist bei uns im Dorf echt blöd. Und dass er da so ein bisschen ein Gespür dafür bekommt, auch wie man sich im Straßenverkehr verhält. Wir üben das natürlich auch mit ihm täglich vor Ort, sag ich mal. Aber ich fand das eine ganz süße Idee für ihn, wie gesagt, weil er das einfach gerne macht mit dem Tiptoy. Dann gab es zwei Tonis. Einmal hier eins von meiner besten Freundin. Das ist hier so ein Adventskalender. Das sind 24, was hat sie gesagt?
Geschichten, glaube ich, Lieder und sowas. Ich habe es noch gar nicht genau angeguckt. Sind da drin. Ich finde es mega süß. Eine tolle Idee für die Weihnachtszeit. Und dann auch von meiner Oma gab es hier den Toni vom kleinen Wassermann mit der Geschichte von Ottfried Preußler. Das habe ich mal irgendwo gesehen und fand das eine richtig süße Idee, weil ich die Geschichten von Ottfried Preußler auch mag. Und er hat auch den kleinen Wassermann von Ottfried Preußler. Und den hört er wirklich gerne an. Und da fand ich, das ist eine tolle Idee hier. Das ist auch ein Hörspiel, also wo nur erzählt wird, sondern wo praktisch mit verschiedenen, oder die Figuren gesprochen werden, mit verschiedenen Personen. Und dann gab es hier auch noch ein bisschen Süßkram. Das hier gab es von meinen Eltern. Das ist hier so ein Roboter, Auto, keine Ahnung, also irgendwas zum Zusammenbauen und Basteln. Das finde ich eine echt super Idee. Da bin ich mal gespannt, wie das aussieht, wie das funktioniert. Dann hier hinten gab es von dem besten Kumpel von meinem Mann eine Rennbahn also von Carrera mit den beiden Hunden hier von Paw Patrol. Das ist hier nur so eine kleine Rennbahn, weil wir hatten ja mal unsere richtige Carrera aufgebaut, aber das ist einfach noch nichts für ihn. Da fliegen die Autos die ganze Zeit raus und er kriegt die dann nicht mehr reingesetzt. Und ich hoffe, dass das hier besser aufgemacht ist, weil hier steht, genau, hier steht auch, das ist für Kinder ab 3. Also ich gehe mal davon aus, er ist jetzt 5, dass das entsprechend so gemacht ist, dass das auch Kinder mit 3 Jahren alleine bedienen können. Genau, bin ich mal gespannt, wie das dann ist und wie das aufbauen. Und zu guter Letzt gab es von mir und meinem Mann noch ein Feuerwehrauto. Das wollte mein Mann ihm unbedingt schenken. Von Bruder ist das, glaube ich, jetzt gewesen. Genau, da kann man, hat man verschiedene Funktionen. Man kann die Leiter rausmachen. Man kann theoretisch hier sogar Wasser reinfüllen in den Schlauch. Dann kann man hier hinten sogar die Stützen hier anbringen und alles Mögliche. Und Und da kann man das Licht geht dann. auch. Und die Sirene, genau, ja, da kann man pumpen. Genau, das war das Geschenk von meinem Mann und mir. Und dann gab es auch noch von den Tanten, Onkel, Cousine von meinem Mann Geschenke für Raphael. Und zwar einmal hier ein Puzzle von Paw Patrol. Das sind hier zwei verschiedene Puzzle drin. Und die sind hier so 3D-mäßig aufgemacht. Genau, zwei so kleine Puzzle. Dann gab es noch ein Spiel, dieses Monza-Rennspiel. Ich kenne das aus dem Kindergarten, wo ich selber arbeite. Aber das hier ist noch mal ein bisschen anders. Ich glaube, das ist noch mal eine neuere Version. Da muss man hier mit so Würfeln, also jeder sucht sein Auto aus, da muss man würfeln mit den Würfeln und dann gucken, wie man praktisch vorankommt mit den Farben, die man gewürfelt hat. Irgendwas muss man auch mit den Chips machen. Aber so genau habe ich es mir jetzt noch nicht durchgelesen, aber das finde ich eigentlich ganz cool, es macht Spaß. Dann gab es noch zwei Toni-Figuren, da habe ich jetzt von dem einen nur noch die Verpackung hier, weil Raphael die schon hoch in sein Zimmer getragen hat, um die anzuhören. Und zwar von Paw Patrol. Das eine ist hier, ich glaube, mit dem Marshall, mit dem Feuerwehrhund, hier mit dem da. Genau, das ist das eine. Und die andere Figur ist hier dieser Wasserhund, keine Ahnung, ich glaube, die heißt Zuma oder so. Genau, das ist dann noch der andere Paw Patrol-Hund, die Toni-Figur davon, die er da noch jetzt bekommen hat. Und so sieht übrigens dieses Fahrzeug aus, was er da von meinen Eltern bekommen hat. Mein Mann hat es einfach aufgebaut und er hat gemeint, weil es ist jetzt hier angegeben ab 5. Und da geht man auch davon aus, dass ein Fünfjähriger das zusammenbauen können sollte. Also mein Mann hat gemeint, er hatte selber Schwierigkeiten da beim Zusammenbauen und man hat schon irgendwie wohl auch spezielles Werkzeug oder so gebraucht. Ich habe es gar nicht genau mitbekommen, wie er es zusammengebaut hat. Aber der Antrieb praktisch da davon, der ist jetzt noch oben in der Steckdose. Der muss mit einem Ladekabel aufgeladen werden. Und hier sind wohl Batterien drin. Das ist die Fernbedienung. Und dann können wir das eigentlich auch mal ausprobieren. Da bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Genau, die Rennbahn hat er oben schon aufgebaut und ausprobiert. Und an der Stelle melde ich mich dann jetzt auch mal wieder. Und zwar jetzt haben wir es heute schon
Abends, genau, Mittwochabends am 1. November, gestern Abend haben wir ja sozusagen mit meiner Familie gefeiert, meinen Eltern, meinen Schwestern, meiner Oma, meiner besten Freundin, die waren jetzt gestern Abend alle da. Da haben wir gegrillt. Und heute Nachmittag waren von meinem Mann der Opa da und seine Partnerin. Da haben wir dann Kuchen gegessen, durfte Raphael dann auch seine Kerzen ausblasen. Das haben wir dann gestern nicht noch gemacht, weil wir gesagt haben, dann noch zum Nachtisch Kuchen dazu. Das will sowieso dann groß niemand noch. Das sind alle dann satt nach dem Grillen. Und deshalb haben wir dann den Geburtstagskuchen sozusagen dann auf heute verlegt, dass er heute die Kerzen ausblasen darf. Und heute Abend waren da noch die Familie von meinem Mann da, Tante, Onkel, Cousine mit Partner und Kind. Und da haben wir dann heute Abend Gyros-Suppe gemacht. Das war auch sehr lecker mit ganz einfach Brot noch dazu. Und ja, sind dann noch hier zusammengesessen. Die beiden Kids haben gespielt den ganzen Abend, das war ganz nett. Ja, und jetzt ist die zweitägige Geburtstagsfeier im Prinzip auch schon wieder rum. Wir haben jetzt ganz spontan geplant, dass wir am Sonntag einen kleinen Kindergeburtstag feiern. Also ich werde da nicht viele Kinder einladen. Er darf seine zwei besten Freunde oder in dem Fall Freundinnen einladen. Da warte ich jetzt noch auf die Rückmeldungen. Da werde ich aber nichts irgendwie mitfilmen, weil ja da die anderen Kinder mit dabei sind. Wir wissen auch noch überhaupt gar nicht, was wir machen, wo wir hingehen, sonst irgendwas. Mein Mann hat überlegt, ob wir bei uns in der Nähe ist so ein kleiner Tierpark, ob wir vielleicht dahin gehen, aber da müssen wir jetzt abwarten, wie das Wetter wird oder ob wir alternativ hier zu Hause was machen. Das müssen wir jetzt alles mal noch schauen. Ja, und an der Stelle würde ich auch den Geburtstags-Vlog beenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss bis zum nächsten Video.